der Begriff die drei von der Tankstelle dem einen oder der anderen hier bekannt? Bitte? Ich habe gerade gehört, das sind die zwei von der Räuspertaste. Deswegen musste ich gerade automatisch daran denken. Wir haben jetzt auf der Bühne den Udo Sauer, auch bekannt als Fernsehmüll, und den Robert Nixdorf, auch bekannt als Diodenschein. Und beide sind seit einigen Monaten, haben sie sich angenähert an das Projekt Ultraschall. Vielleicht ist das auch ein Begriff. Ultraschall ist eine Software-Mitgestaltung, also es läuft auf einem kommerziellen Audioprodukt, aber das ist sozusagen eine darübergelegte Architektur, die das Ganze etwas einfacher in der Verwaltung macht. Bisher ist das ein Projekt, was sich im Wesentlichen auf der Bedienung, also auf der Software-Ebene abspielt, aber Udo und der Robert machen seit einiger Zeit an der Stelle auch praktische Dinge und sie sind sozusagen jetzt der Hardware-Arm des Projektes Ultraschall und sie stellen dabei Sachen her, wie zum Beispiel Räuspertasten, aber noch viel mehr. Man könnte sagen, so eine Art Fernsteuerung für Ultraschall. Und was das genau ist, das erklären die beiden jetzt im Detail. Viel Spaß dabei. Hallo erstmal. Wir fangen mal an mit einem kleinen Gedicht. Die Räuspertaste. Es schmatzt, es knirscht, es nervt, ich platze. Benutzt doch mal die Räuspertaste. Ja, wer weiß denn im Publikum, was eine Räuspertaste ist oder hat schon mal eine benutzt? Okay, eine Handvoll. Und wer hat noch nie eine Räuspertaste benutzt? Und wer hat vor, mal eine zu benutzen? Okay, alles klar. Dann erklären wir vielleicht mal kurz, was eine Räuspertaste ist. Naja, im Prinzip einfach ein Taster, der kurzzeitig das Mikrofon mutet und ich währenddessen dann räuspern kann. Also jetzt hätte ich zum Beispiel eine gebraucht, genau. Und üblicherweise baut man das in so Radiostudios und so direkt in das Mikrofonkabel oder in den Weg mit ein. Also schaltet es wirklich stumm, man kann es dann auch nicht aufnehmen. Es gibt noch die andere Taste, die Push-to-Talk-Taste, da ist es genau umgekehrt. Die drücke ich dann, wenn ich sprechen möchte. Das kennt man aus dem Funk, aus der Funktechnik oder auch bei Teamspeak oder Mumble, so bei Computerspielen. Ist aber auch für Podcasts nicht uninteressant, wenn man zum Beispiel einen Podcast hat, wo 5 Leute reden und es gibt einen Spezialisten, der vielleicht nur 2 Minuten was erzählt, dann kann der sich die ganze Zeit stumm schalten und wenn er da mal was zu sagen hat, drückt er kurz seinen Knopf. Wie Martin ja schon angekündigt hat, haben wir uns jetzt darauf konzentriert, wie können wir Reaper/Ultraschall fernbedienen. Und das macht man üblicherweise womit? Naja, per MIDI ist so der Standard. Genau. Das ist nicht ganz 1882, aber 1982 von Roland mal erfunden worden, um Synthesizer zu steuern. Und ist im Prinzip ein serielles Protokoll, was sich seit 20 Jahren, 30 fast Jahren in Audio hält und von der meisten Software unterstützt wird. Genau. Zurzeit ist die gängigste Lösung bei Podcastern diese Nintendo Wiimote, die man hier sieht. Das ist von dieser Spielekonsole Wii. Das ist ein Bluetooth-Gerät, was man mit seinem Mac zum Beispiel koppeln kann. Und dann kann ich diese Tasten mit Funktionen belegen. Vorteile sind, wie es hier steht, man braucht keine Kabel. Man kann noch Feedback machen durch einen Vibrationsalarm zum Beispiel. Und das Ding hat X Sensoren drin, zum Beispiel Beschleunigungs- und Lagesensoren, könnte man auch für irgendwas benutzen. Die Nachteile sind allerdings, man braucht Batterien. Man muss derzeit eine Spezialsoftware kaufen für Mac zum Beispiel, dieses Oscillator. Und die Dinger sind, wenn man sie nicht gerade gebraucht, irgendwo günstig bekommt, relativ teuer, also Neupreis irgendwas um die 40 Euro. Und das Form und das Layout ist halt so, wie es ist. Man kann es nicht anpassen. Also wenn man jetzt sagt, man hätte gerne 4 Tasten und da sind aber nur 3, hat man halt Pech. Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen was mit einem Arduino, weil das so die verbreiteste, gängigste und günstigste Plattform ist, um schnell mal eigene Sachen zu entwickeln. Und vielleicht erzählst du noch was. Da gibt es schon ein Projekt, was auf dem USB-Stack von Lufa basiert. Das ist eine MIDI-Firmware für den Arduino, beziehungsweise den USB-Seriell-Wandler-Chip, der da drauf ist, auf den meisten Arduinos.
das macht aus dem Arduino ein Hit-MIDI-Device. Das heißt, ich brauche im Prinzip keine Treiber dafür, sondern es funktioniert out of the box mit den meisten Computern. Und in der Firmware lässt sich dann auch das Ganze umschalten, dass ich weiterhin den Arduino programmieren kann und in dem anderen Modus er sich als MIDI-Device meldet. Damit das Ganze funktioniert, muss auf dem Arduino ein bestimmter USB-Controller als USB-Seriellwandler eingebaut sein, nämlich der Atmega 8U2 oder Atmega 16U2. Es gibt auch andere, die heißen dann zum Beispiel FTDI oder CH340. Die funktionieren leider nicht. Genau, das kann man zum Beispiel mit dem großen Modell machen, dem Arduino Mega. Wenn man aber mal guckt, der hat über 50 Anschlüsse, ist für eine Räuspertaste vielleicht ein bisschen viel. Man sieht ja, da ist dieser Chip auf dem Ding. Der viel passendere Arduino in unserem Fall wäre aber der kleine Uno. Da kann man 18 Ports benutzen und den kriegt man irgendwie für 6 Euro hinterhergeschmissen bei eBay. Und der hat auch hier, wie man sieht, diesen Chip, den man braucht. Und jetzt haben wir uns ein bisschen überlegt, haben seit Monaten immer mal so hin und her geschrieben, weil wir beide so die gleiche Idee hatten. Was ist denn so die Räusper-Taste, die so man als normaler Podcaster vielleicht brauchen könnte? Und haben uns dann mal so eine Software und Hardware entwickelt. Die ist jetzt so gedacht, dass wir bis zu 3 Tasten haben. Das wäre die Räusper-Taste, also die Mute-Taste, um 2 Tasten in verschiedene Marker in Reaper zu setzen. Ein Marker, der markiert, an dieser Stelle habe ich irgendeinen Fehler gemacht, hier möchte ich später schneiden. Und ein Taster hier ist ein thematisches Kapitel, was ich später dann in die Shownotes etc. übernehmen möchte. Und wir haben vorgesehen, dass man eine RGB-LED oder eine normale LED anschließen kann, die einem dann noch Rückmeldungen gibt vom System, was gerade so los ist. Also hat es wirklich funktioniert? Ich drücke Mute und ich weiß jetzt nicht, hat die Software das entgegengenommen? Und dann kriegen wir halt die Rückmeldung von Reaper, ja, ich mute jetzt wirklich. Und das zeigt mir dann diese Lampe an. Ja, kommen wir mal zur Hardware, die wir jetzt uns so gedacht haben, was man benutzen könnte. Erstmal zu den Tastern. Also das Einfachste ist, wenn man sich was selber bauen will, man nimmt so einen runden Taster, den man ein Loch bohrt, irgendwo reinschraubt, ein kleines Plastikgehäuse oder so. Alternativ kann man auch solche Kipp- oder Wipp-Schalter-Taster benutzen. Da kann man dann auch so lustige Sachen machen wie Dauer-Mute, indem man das in so eine rastende Position stellt oder man hat dann auf der anderen Seite eine tastende Position, wo man nur kurz runterdrückt und danach wieder loslässt. Gibt es auch in kombiniert. Oder was ganz Spannendes, kannst du vielleicht was zu erzählen zu den Fußtastern? Ja, man kann im Prinzip alle Arten von Schaltern und Tastern benutzen. Und ich sag mal, das Internet ist voll mit den verschiedensten Tastern. Zum Beispiel Fußtaster oder auch riesengroße Trittplatten. Da ist vielleicht noch interessant, wer einen coolen Fußtaster will, da hatte ich jetzt kein Bild gefunden mit freier Lizenz, sucht mal Fußtaster-Tattoo-Szene. Die Tätowierer, die haben mit Abstand die coolsten. Man kann auch, wenn man will, sich sowas bauen. Also man ist da eigentlich nicht begrenzt. Man kann prinzipiell an ein oder mehrere Arduinos so viele Tasten und Schalter anschließen, wie man Lust hat. Ich habe noch einen ganz interessanten Taster gefunden, das ist eigentlich so ein Power-Switch, den man auf seinen Schreibtisch stellen kann für einen normalen PC, den kriegt man irgendwie 5 Euro. Da sind schon Leuchtdioden drin und Taster, den kann man sich mit relativ wenig Arbeit ein bisschen umbauen, dass er nicht so laut ist. Da hat man schon mal so einen ganz einfachen Taster. Ja, die Luxus-Variante wäre so ein Taster, der hat ein Display eingebaut, 64x32 Pixel, den kann man auch an eine Arduino anschließen und da dann Bilder oder Text draufladen. So könnte man sich dann zum Beispiel seine eigene Räusper-Taste bauen, wo da der Name drin steht. Und wenn ich drücke, wird sie rot. Oder ich könnte Nachrichten draufschreiben. Du sprichst zu laut, sprich mal leiser, wenn ich Leute an dem Tisch sitzen habe oder so ein Späßchen. Also das könnte man damit machen. Ja, jetzt kannst du vielleicht zu dem Rückkanal noch ein bisschen was erzählen. Na, der große Vorteil von Reaper ist, das ist, hat diese Plugin-API, wo man sich auch eigene Control-Surfaces schreiben kann und frei belegen, wo diverse Statusinformationen aus Reaper heraus verfügbar sind. Zum Beispiel kann man auch, selbst wenn man die Wiimotes nutzt, sich so einen LED-Streifen oder so eine LED-Lichterkette hier an Reaper anschließen oder über den Arduino an Reaper anschließen und sich den Status anzeigen lassen, so dass man quasi jederzeit das direkt sichtbar hat. Der
große Vorteil davon ist auch, das funktioniert selbst, wenn Reaper nicht im Vordergrund ist. Also ich brauche nicht, wie bei der Tastatur, dafür sorgen, dass Reaper permanent die Vordergrund-App ist. Genau. Ja, dann haben wir uns ja, haben wir vorhin ja geschrieben, man kann LEDs anschließen. Es gibt diese tollen VS2812 LEDs, die seht ihr ja auch hier überall auf diesem Kongress, also hier in den Rolltreppen da vorne oder unten in dem, welcher Saal ist das? Drei, vier. Diese große 3D-Installation da in diesem Räumchen. Das sind alles diese intelligenten LEDs, die kann man mit einer Datenleitung steuern und man kann vor allen Dingen ganz viel hintereinander schalten und braucht trotzdem nur eine Leitung, um alle zu programmieren. Damit kann man natürlich viele lustige Sachen machen. Man könnte auch so eine Relais-Platine zum Beispiel nehmen und damit so eine richtig große Lampe, wie man sie so auf Studios hat. Also wenn ihr euer Podcast-Studio habt, vielleicht in einem Bürokomplex und ihr wollt das alle sehen, ihr nehmt jetzt auf, soll keiner reinkommen, hängt man sich so eine große Lampe dahin. Und immer wenn ein Reaper auf Aufnahme ist, macht's klack und die Lampe geht an. Also das wäre auch möglich. Ja, zu Gehäusen. Da sind auch dem persönlichen Geschmack keine Grenzen gesetzt. Es gibt diverse Kataloggehäuse oder Standardgehäuse, wie zum Beispiel solche Gehäuse mit Montagelaschen oder extra spezielle für den Arduino angepasste Gehäuse oder aber auch, die passen hervorragend in Standard-Abzweigdosen, die es in jedem Baumarkt gibt. Genau, was man auch noch machen kann, ist, wenn man dann was Kreatives machen möchte, vielleicht noch anmalen oder lackieren, also irgendwelche Holzkästchen oder Zigarrenschachteln oder was auch immer. Oder wer es dann stabil haben möchte, irgendwie Metallgehäuse. So. Also das war der Hardware-Teil. Jetzt kommen wir zum Software-Teil. Also die Software besteht, die wir jetzt so entwickelt und uns ausgedacht haben, besteht so aus drei Teilen. Wir haben einmal diese Firmware für den Arduino. Die ist zwar nicht von uns, aber wir haben sie noch so angepasst, dass dann da irgendwie ein anderes String drin ist. Ne? Meldet sich halt dann als Ultraschall-Device. Es gibt das Programm, was auf dem Arduino läuft, was die Logik macht, wann mache ich welche Lampe an, was mache ich, wenn jemand einen Knopf drückt. Und es gibt ein Plugin für Reaper, was noch so in den Anfangsstadium ist. Das ist dafür da, jetzt diese Rückmeldung an irgendwelche Lampchen etc. zu geben. Ja, die Firmware ist eigentlich ganz einfach. Da lädt man sich eine kleine Datei runter, spielt die drauf, macht man genau einmal. Dann ist die Sache schon mal erledigt. Ne? Genau, dann hat dieser Wandel der USB-Chip da drauf diese zwei Rollen, die sich mit einem kleinen Jumper umschalten lassen. Und in dem einen Modus, wie gesagt, meldet sich der als USB-MIDI-Device und in dem anderen kann ich dann weiterhin meine Firmware auf dem Arduino für meine Funktionen programmieren. Genau. Dann gibt es eine Arduino-Software. Die kann man konfigurieren, die muss man auch konfigurieren, weil wir haben ja vorhin gesagt, man kann bis zu drei Schalter anschließen und man kann eine LED oder eine RGB-LED anschließen und so weiter. Also da gibt es so eine Config-Datei, wo man alles Mögliche einstellen kann, ob die Taste eine Push-to-Talk-Taste ist oder eine Räusper-Taste, die beiden Marker, was haben wir noch? Und man kann auch mehrere Knöpfe an einen Arduino anschließen. Das haben wir mal angefangen und da gibt es ein GitHub-Repository dazu, wo man sich das auch mal angucken kann. Das ist quasi ein Vorschlag, was man machen kann. Genau. Gut, dann haben wir noch den dritten und interessantesten Teil, weil man da zukünftig noch ganz viel machen kann. Das ist dieses Reaper-Plugin, wo man also quasi dem Reaper sagen kann, hier ist ein externes Gerät, nämlich die Ultraschall-Anschlussbox. So wie man jetzt sagen kann, hier ist ein Mischpult vom Typ Yamaha irgendwas oder ein, was gab es noch alles, Mackie irgendwas Controller und kann dann wirklich, wenn sich ein Zustand ändert, also wenn ein Track gemutet wird, gebe ich das Signal zurück an die Taste Track X wurde gemutet und dann kann der Arduino entscheiden, was er dann macht. Derzeit benutzen wir das Plugin aber nur für Outputs. Ja. Da könnte man zukünftig auch drüber nachdenken, ob man nicht die Inputs darüber auch macht, dann muss man auch nicht mehr in irgendwelchen Skripten sagen, welche Taste mit was verknüpft ist und so weiter. Ja, das wird dann auch in naher Zukunft mal mit Ultraschall zusammen installiert werden. Gehen wir mal von aus. Und man muss in Reaper dieses Plugin eigentlich auch nur einmal einstellen und sagen, hier ist ein Gerät, das empfängt jetzt, kriegt jetzt diese Daten und das läuft dann auch immer. Was vielleicht noch kommen könnte, da sind wir noch am Forschen, ist, dass wir diese Wiimote direkt in einem Reaper-Plugin
entgegennehmen können. Das heißt, man braucht keine externe Software mehr wie Oscillator. Man muss nicht wie wild irgendwas konfigurieren. Dann sind wir mit Sebastian Reimers in Kontakt, ob wir nicht sogar MIDI-Signale über StudioLink schicken können. Das heißt, es könnte jemand in Berlin sitzen und einer in, keine Ahnung, Hamburg, und die beiden könnten miteinander sprechen. Und der in Hamburg nimmt, sagen wir mal, auf, und der in Berlin hat aber trotzdem eine Räuspertaste und kann sich stumm schalten. Und das Reaper in Hamburg schaltet dann die Spur stumm, nimmt aber trotzdem alles auf. Das heißt, man kann da später noch editieren. Und der in Hamburg sieht auch, der in Berlin sieht auch, wenn Hamburg nicht mehr aufnimmt. Genau, man, so kann, man könnte da darüber auch ein Flickerlicht oder so als Signalisierung, ich will irgendwas von dir, mit übertragen. Genau. Dann gibt es noch ein ganz spannendes Projekt, das kannst du vielleicht noch erzählen? Ja, was ich eigentlich haben wollte, war, ob man nicht Räuspertasten unterwegs auch sich machen kann. Da hat mich Udo drauf gebracht, dass es ja früher dieses LTC gab, was ein Timecode für Kameras auf einer Audiospur war. Da kann man auch noch extra Bits reinstecken und in dieser Audiospur dann Statusinformationen wie Mute-Tasten mit aufzeichnen und sie hinterher in Reaper in eine MIDI-Spur wandeln, sodass ich unterwegs auch meine Räuspertasten nutzen kann. Genau, das ist aber noch, noch in Entwicklung. Anfängen. Das funktioniert schon so halbwegs, aber das Plugin ist noch ein bisschen Arbeit. Genau, wir arbeiten dran. Ja, wenn Fragen sind, so könnt ihr uns erreichen. Da sind die Links. Jetzt könnt ihr Pause im Stream drücken und euch die Links alle abschreiben. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Haben wir das Mikro griffbereit? Wenn es eine Frage gibt, holt euch das Mikrofon. Sieht nicht so aus. Gut, keine Fragen. Dann haben wir genug erklärt. Wir basteln diese Räuspertasten hier auf diesem Kongress. Also wenn irgendwer Interesse hat und sagt, oh, das interessiert mich, zeig mir doch mal, wie das geht, was braucht man denn da alles? Wir haben auch ein paar Teile hier. Ein paar Arduinos hast du, glaube ich, noch bei, ne? Und Tasten aber auch jede Menge und für diese günstigen Plastikgehäuse. Also wenn ihr da ein bisschen rumspielen wollt, wir haben alles da. Was ich auch heute leider noch nicht, aber morgen hoffentlich da habe. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Ralf Stockmann hat im Sendegate ja so ein Thread geschrieben. Man kann dieses günstige HMC 660 Headset mit einem kleinen Adapterkabel, was ihr da seht, an ein iPhone oder an ein MacBook anschließen. Und wenn da irgendwer ist, der das mal sehen möchte oder mal ausprobieren möchte, ob es mit seinem Telefon geht, kann mich einfach mal ansprechen, dann basteln wir das hier. Naja, vor allen Dingen auch ohne extra USB-Sound-Interface. Genau, also sondern man kann dann direkt, nur mit dem kurzen Kabel. Genau, nur das Kabel in sein iPhone. Und dann geht's los. Ja, wir sind gut in der Zeit, glaube ich. Sehr gut sogar. Danke. Achso, wir können vielleicht noch ein paar Sachen zeigen. Genau. Ja. Ich habe zum Beispiel mal hier, wer sehen möchte, könnt ihr euch auch mal angucken. Was hat der gekostet? Ein Zehner oder was? Es gibt diese Fußtaster relativ günstig. So 7 Euro oder ungefähr. 7 Euro Packen bis mit Versand. Ja, dann könnt ihr das euer unter den Schreibtisch stellen und das als Push-to-Talk oder Räuspertaste benutzen oder als Taste zum Marker setzen. Wenn ihr später euren Podcast nochmal durchhört, dann könnt ihr mit zwei Händen tippen und unten Marker setzen. Jeder macht, was er damit möchte. Eine Sache, was auch noch theoretisch ginge, sind ist welche Kamera? Es ist sowas hier. Das ist eigentlich eine Telefonwahlhilfe mit 24 Tasten. Die kann man aber auch an Arduino anschließen. Und dann könnte man sich da zum Beispiel ein kleines Soundboard basteln, was dann einfach 24 verschiedene MIDI-Befehle schickt. Auch sowas ist theoretisch alles möglich. Ja, das war's im Prinzip. Und hier nochmal so eine ganz, die einfachste Räuspertaste sah ja dann so aus, hält einfach nur eine Taste und hier einen USB-Anschluss. Die schließt der neue Reaper an, macht auf Kanal 1 eure Spur, fertig. Genau. Könnt ihr ausblenden. Da ist nichts drin, außer eine Taste und im Arduino. Der Preis für das sind dann ungefähr 6 Euro. Widerstand ist auch noch. Ja, das sind dann 6 Euro und 1 Cent. Ja. Genau. Also wer sowas bauen möchte oder mal ausprobieren möchte, die Kiste, kommt rum, bringt euer MacBook oder euer Laptop mit. Und dann zeigen wir euch das.